Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir über Kinderkreuzzüge. Warum? Es ist brandaktuell. Es gab das mittelalterliche Phänomen der Kinderkreuzzüge. Da waren doch die Kreuzritter in mehreren Kreuzzügen losgezogen, durch den Balkan, durch ganz Europa, nicht immer nur Gutes tuend, bis in Richtung Jerusalem, um Jerusalem aus der Hand der Barbaren, damals gemeint Mohammedaner, zu befreien. Nun, da gab es aber auch eine riesige Bewegung der Kinderkreuzzüge. Tausende von Kindern wurden so aufgestachelt, dass sie sich entschlossen, es den Kreuzrittern gleich zu tun und Jerusalem aus den Händen der Barbaren zu befreien. Tausende Kinder zogen los, viele Tausende, mit konfusen Vorstellungen, ohne realistische Vorstellungen, was auf dem Weg ihnen blüht. Praktisch alle dieser Kinder aus den Kinderkreuzzügen sind bereits auf dem Weg durch den Balkan umgekommen. Kinder missbrauchen ist etwas Tolles. Man kann sagen, die Kinder sind doch super, die wollen das. Die sind die, die hier ihren jungen Geist spielen lassen. Und ich lehne mich zurück und schaue zu. In unserer Politik passiert wieder Ähnliches. Wir haben die ganzen Kinderdemonstrationen, Jugendlichendemonstrationen für Klimaschutz an sich. Doch etwas Gutes, dass man für die Umwelt etwas tun will, für das Klima etwas tun will, schauen wir uns näher an, wenn man fragt, was wird denn da gefordert? Wir brauchen ein neues System. Das System muss fallen, es muss durch ein neues System ersetzt werden. Nur dann geht das. Wirtschaftliches Denken ist out. Wir müssen das Klima schützen, wir müssen die Welt befreien. Die Gedanken sind etwa so ausgegoren wie bei den Kinderkreuzzügen. Und hier habe ich die größte Achtung vor den Jugendlichen und Kindern, die sich für eine Idee für die vermeintliche Rettung der Erde zur Verfügung stellen. Ich habe wesentlich weniger Achtung vor denen, die unsere Jungen und Kinder für politische Ziele missbrauchen. Umweltschutz, ein klar gutes Ziel. Aber wenn man sagt, das System muss wechseln, es müssen wieder alle arm werden, der Wohlstand muss weg. Ja, wer von den Jungen wäre bereit, sein Handy aufzugeben, nicht mehr mit der Familie in die Ferien reisen zu dürfen, kein Auto mehr mit der Familie, gar nichts mehr, kaum. Aber wir fordern ein neues System. Es ist richtig, es gab andere Systeme im letzten Jahrhundert und auch bis vor kurzem und sogar noch heute, die alle arm machten. Weniger Umweltverseuchung gab es damit nicht. Ich danke euch fürs Zuhören.